Der Prolog von Orit vom 8. August. Gedenken. Der heilige Emilianos, der Bekenner, Bischof von Kisikos. Emilianos diente als Bischof in Kisikos während der Herrschaft des ruchlosen Kaisers Leo des Armeniers, des Ikonoklasten. Da er sich nicht den Erlassen dieses Kaisers bezüglich der Entfernung der Ikonen aus den Kirchen beugen wollte, wurden Emilianos und andere orthodoxe Bischöfe verbannt. Er verbrachte 5 Jahre im Exil und erduldete viel Schmerz und Demütigung um Christi willen. Emilianos starb im Jahr 820 und nahm Wohnung unter den Himmelsbewohnern. Der heilige Myron, Wundertäter und Bischof von Kreta. Zuerst war Myron verheiratet und als Landmann tätig. Freudig und reichlich verteilte er die Früchte seines Landes an Bedürftige. Einmal stieß er auf Diebe, die Weizen von seinen Dreschboden stahlen. Ohne ihm zu sagen, wer er sei, half der heilige Myron den Dieben, ihre Säcke zu füllen, hob sie ihn auf den Rücken und ließ sie entkommen. Wegen seiner außergewöhnlichen Tugenden wurde er zum Presbyter geweiht und danach zum Bischof. Er war ein großer Wundertäter und vollbrachte viele gute und mächtige Werke im Namen des Herrn. Myron entschlief ungefähr im Jahr 350 in seinem 100. Lebensjahr. Der gottgeweihte Gregor, Gregorius der Sinait. Gregor wird Sinait genannt, weil er die Mönchsweihe auf dem Berg Sinai erhielt. Unter der Herrschaft des Kaisers Andronikos Paleoloros ungefähr im Jahr 1330 kam er auf den Berg Athos, um die Klöster zu besuchen und sich über die Praxis des inneren Gebets und der Schau zu erkundigen. Doch diese beiden Formen des geistlichen Werks waren zu jener Zeit fast unbekannt unter den heiligen Athoniten. Der einzige, der sie kannte und praktizierte, war der heilige Maximus von Kassukolibia. Gregor verbreitete seine Lehre über das innere Gebet über alle Kellien und Klöster des Athos. Sein bekanntester Schüler war der heilige Kallistos, der Patriarch von Konstantinopel, der die Biografie des heiligen Gregor schrieb. Danach begab sich Gregor nach Makedonien und in die anderen Regionen des Balkan und gründete Gemeinschaften, in denen die Mönche das innere Gebet praktizierten. So half er vielen, sich in das Gebet zu versenken und gerettet zu werden. Seine Schriften über das innere Gebet und Askese sind in dem Buch Philokalia zu finden. Unter anderem schrieb er die Verse an die heilige Dreiheit. Wahrhaft würdig und recht ist es, dich zu verherrlichen, Gott Logos, die im Mitternachtsgottesdienst zum Sonntag gesungen werden. Gregor zählt zu den hervorragendsten Asketen und geistlichen Lehrer auf dem Balkan. Er entschlief in Frieden nach einem langen und arbeitsreichen Leben und nahm Wohnung im Reich Gottes. Der heilige Neumärtyrer Triandafilos und Spaso. Triandafilos wurde in Zagora geboren und Spaso in Radoviste in der Diözese von Strumica. Beide waren Slawen, junge und einfache Männer. Doch ihre Liebe zu Christus war ihnen kostbarer als diese Welt oder ihr Leben. Sie gaben ihr Leben und verrieten Christus nicht. Sie erlitten das Martyrium aus der Hand der Türken, Triandafilos in Konstantinopel im Jahr 1680 und Spaso in Thessaloniki im Jahr 1794. Der heilige Neumärtyrer Gormizdas war aus dem Hofadel des persischen Königs jetzt der Geherrt. Da er Christus nicht verleugnen wollte, wurde er vom König gedemütigt, indem dieser ihm Rang und Besitz nahm und ihn das Vieh hüten ließ. Der Kaiser hoffte, dass sich Gormizdas bald nach seinem Rang und Besitz zurücksehnen und die Götzen anbeten würde. Doch der König war im Irrtum. Gormizdas hütete friedvoll die Herde und hielt an seinem Glauben fest. Dafür unterwarf ihn der König grausam Martern, denen es nur gelang, den Leib des Märtyrers Christi zu erschöpfen. Doch sein Geist vermochten sie nicht zu ändern. Schließlich wurde Gormizdas im Jahr 418 getötet. Kurz nach dem Martyrium des heiligen Abdus, des Bischofs,
Gedenken am 31. März. Auf Erden erlitt Gomizdas das Martyrium und im Himmel wurde er verherrlicht. Lobeshymne. Der gottgeweihte Gregor der Senait. Der Senait, der allweise lehrte die Mönche und bestätigte durch sein Vorbild seine Lehren. Leidenschaftslosigkeit, das ist das verheißene Land. Die leidenschaftlose Seele wird durch den Geist erleuchtet. Frei von Gedanken wird der Mensch, wenn durch das Gebet sein Geist im Herzen ruht. Die sündigen Vorläufer aller Leidenschaften sind Gedanken, die, von Dämonen beherrscht, die Seele gefangen nehmen. Wir sind Kranke, der Arzt bereitet Arznei für uns vor, um geheilt zu werden, um gesund zu sein. Der Name Jesus, im Herzen gesprochen, ist wie ein Feuer, das die Leidenschaften verzehrt. Lass diesen machtvollen Namen mit himmlischer Leuchtkraft in deinem Herzen sich bewegen, zusammen mit dem Atem. Wenn du in deinem Herzen nicht Jesus, den Herrn, hast, bleibt alle andere Askese wie Wasser. Nur Jesus in mir kann das Wasser meines Wesens in Wein verwandeln. Wie in einem Nest lege deinen ganzen Geist in das Herz und dann verherrliche Jesus durch unablässiges Gebet. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, des Sünders. Lass das Gebet langsam gehen, nicht in Eile, bis das Herz durch das Gebet entflammt. Dann sieht der Geist den Himmel und verweilt nicht mehr auf der Erde. Betrachtung. Leben und Tode lege ich dir vor, Segen und Fluch, wähle also das Leben, damit du lebst. Deuteronomium 30, Vers 19. Es gibt entscheidende Augenblicke im Leben der Menschen, in denen es er wahrlich vor die Wahl gestellt ist, Leben oder Tod zu wählen. Judas, von dieser Entscheidung gestellt, wurde dermaßen von der Gier nach Silber überwältigt, dass er den Tod wählte, den Tod durch Habgier. Als der Militärgouverneur Marinus den Soldaten gedenken am 7. August zum Offizier machen wollte, denunzierte ihn ein neidischer Mann, Christ zu sein. Der Gouverneur gab ihm 3 Stunden zum Nachdenken und Leben oder Tod zu wählen, Christus zu verleugnen oder zu sterben. Marinus ging, als er die Worte seines Vorgesetzten gehört hatte, zu Theotechnus, dem Bischof des Ortes, um ihn um Rat zu fragen. Der Bischof nahm ihn mit in die Kirche, stellte ihn vor das Evangelium und deutete dann auf das Evangelium und dann auf das Schwert, das Marinus trug. Er sagte zu ihm: Wähle, mutiger Mann, eines von beiden. Entweder trage ein Schwert und diene dem irdischen, vergänglichen König und geh verloren in Ewigkeit, oder werde ein Soldat des Himmelskönigs und gib dein Leben hin, um seines heiligen Namens willen, der in diesem heiligen Buch steht, und herrsche mit ihm im unsterblichen Leben. Marinus traf sofort die Entscheidung, küsste das heilige Evangelium und ging hinaus, um durch den Tod ins ewige Leben zu gelangen. Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über das Wunder der Erscheinung Gottes vor dem Kind Samuel. 1. Samuel 3. Wie eines Nachts, als Samuel schlief, der Herr ihn 3-mal beim Namen rief. Wie der Herr über den Untergang des Hauses Eli sprach aufgrund der Lasterhaftigkeit der Söhne Elis und über den Untergang ganz Israels. Wie der Herr nicht Eli, dem Hohepriester, erschien, noch seinen Söhnen, sondern dem unschuldigen Kind Samuel. Homilie: Darüber, wie Christus Frieden stiftet. Dann schmieden sie Flugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Jesaja 2, Vers 4. Wie klar der Prophet Christus den Friedensstifter sieht. Punkt für Punkt beschreibt er die Eigenschaften des Erlösers. Zuerst sah er ihn als Gesetzgeber des neuen Gesetzes, eines Gesetzes für alle Völker der Erde.
Dann sah er seine Erhabenheit über alle irdischen und historischen Höhen. Nun sieht er ihn als Friedensstifter, dessen Kraft und Liebe Schwerter zu Pflugscharen und Lanzen in Winzermesser umschmieden wird. Hat sich diese große Prophezeiung über den Frieden schon erfüllt? Sie hat sich bereits erfüllt, trotz der Tatsache, dass es noch Kriege gibt. Seht, die Kriege unter den christlichen Völkern sind nicht dieselben wie Kriege unter heidnischen Völkern. Heiden kämpfen mit Stolz, Christen mit Scham. Der heidnische Glaube lässt nur Kriegern Eintritt in ihren Himmel, der christliche Glaube verspricht den Himmel den Heiligen. Wie die Christen in ihrer Schwäche andere heidnische Sünden nachahmen, so ahmen sie auch die Sünde des Krieges nach. Doch Gott sucht das Herz und weiß, mit welchen Einstellungen Heiden sündigen und mit welcher Einstellung Christen sündigen. Die Pharisäer verleugneten Christus und Petrus verriet ihn. Doch die Pharisäer verleugneten ihn mit reueloser Bosheit, während Petrus ihn mit Scham verriet und ihn wiederum mit Reue bekannte. Was, meine Brüder, sollen wir über die Schwerter und Speere der Leidenschaften sagen, durch die wir unsere Seelen und die Seelen unserer Nächsten töten? O, wann werden wir diese Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und tiefe Furchen in unsere Seelen pflügen, um die fruchtbaren Samen des Friedens Christi in sie zu sehen? Wann werden wir jene Lanzen in Winzermesser umschmieden, um das Unkraut in unseren Seelen zu jäten und es zu verbrennen? Dann wird der Frieden Christi in unserer ganzen Seele wohnen, wie er in den Seelen der Heiligen wohnt. Wer würde dann noch daran denken, gegen seinen Nächsten oder gegen ein Nachbarvolk Krieg zu führen? Wie wundervoll ist die Vision Jesajas, des Sohnes des Amos, des Propheten Gottes. O Herr, durch das Feuer deiner Worte schmiede die Waffen des Krieges in uns, um in Werkzeuge des Friedens. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.